Moin und willkommen zu Folge 2 vom 30. Spieltag hier in der Mr. Ninox Bundesliga. Und es stehen wie immer die Samstagsspiele an. An dem Spieltag sind ja diesmal nur 4 anstatt 5. Und wir beginnen auch gleich mal damit, dass ich euch einblende, welche Spiele es heute alle gibt. Einmal, ihr seht es im Hintergrund schon, Wolfsburg gegen Bochum, dann Köln gegen Darmstadt, Hoffenheim gegen Gladbach und Heidenheim empfängt daheim RB Leipzig. Und ich würde sagen, damit ihr mal einen Überblick habt, welche Partie wie wichtig ist für die Tabelle, denn die Mr. Ninox Bundesliga sieht ja doch ein bisschen anders aus als die echte, blende ich euch jetzt sofort mal die Tabelle ein. Ganz kurz hier rechts oben verlinke ich euch davor mal das Video von der Mr. Ninox Bundesliga Folge 1. Da gab es ja das Duell um die Europa League. Augsburg gegen Frankfurt. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Jetzt aber auch schon zur Tabelle. Ich blende euch mal die ganze Tabelle ein. Wie gesagt, wenn ihr das genau wissen wollt, welche Partie wie relevant ist für die Partie, für die jeweiligen Partien. Das habe ich gerade völligen Hänger drin gehabt. Gut, auf jeden Fall, wen es interessiert, das soll jetzt einfach mal passieren. Ich gehe jetzt erstmal nur aufs erste Game ein. Wolfsburg gegen Bochum. Für Wolfsburg geht es wahrscheinlich um nichts mehr, wobei sie eventuell mit einer Mini-Chance, wenn sie hier und heute gewinnen würden, noch ein bisschen eine Chance hätten auf die Conference League. Aber ich denke es eher nicht. Und bei Bochum sieht es so aus, die sind 7 Punkte weg vom Relegationsplatz. Das heißt, die sind auf jeden Fall noch nicht safe bei 15 zu vergebenen Punkten. Aber würden sie hier und heute den Dreier holen, glaube ich, sind sie relativ safe. Und wem das hier gelingt, den Dreier zu holen, oder vielleicht gibt es ja auch einen Unentschieden, das erfahren wir jetzt gleich in den Highlights. Das Spiel begann erstmal nicht wirklich spektakulär, doch in der 40. Minute hier kein Foul entschied der Schiedsrichter und Stöger machte dann doch das etwas überraschende 1:0 für Bochum. Rein in der Halbzeit 2. Ich hasse FC24. Das wäre das 1:1 gewesen von Wolfsburg. Doch dann nur 5 Minuten danach. Hofmann hat gleich das 2:1 für Bochum gemacht. Das heißt, sie haben die Führung wiederhergestellt. Es gab da noch ein, zwei Chancen, aber FC24, wirklich, du zeigst es halt einfach nicht. Ich könnte ausrasten. Wenn man jetzt hier auf die Statistiken blickt, ist es überhaupt nicht verdient. Denn Schüsse, gut, 4:4 und erwartete Tore 1,5 zu 0,9. Das heißt, es wäre eher auf jeden Fall ein 1:1 oder so verdient gewesen. Aber wie gesagt, was heißt denn schon verdient gewesen? Am Ende hat es die Mannschaft verdient, die eben die Tore macht. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle blicken, Bochum zieht jetzt punktgleich mit dem VfL Wolfsburg, denn beide haben jetzt 34 Punkte und ich bin mir sicher, Bochum hat nichts mehr mit dem Abstieg zu tun in dieser Saison. Und Wolfsburg, ja, die haben jetzt auch sicher nichts mehr mit dem europäischen Geschäft zu tun. Aber beide Mannschaften, die jetzt rankommen, haben definitiv was mit dem Abstieg zu tun. Und zwar heißt es Darmstadt gegen Köln, Platz 18. Die konnten ja doch Überraschungssieg am letzten Spieltag in der Mr. Ninox Bundesliga einfahren und auf jeden Fall spielen die jetzt gegen Köln. Das heißt, wer hier gewinnt, zieht bzw. fällt einfach noch weiter hinten rein und wer hier gewinnt, kann wirklich sich ein bisschen rausschlagen von da unten. Das heißt, es wird verdammt spannend und ihr seht jetzt gleich die spannenden Highlights in den Highlights. Und das Spiel begann gleich mal richtig turbulent. Köln führte 1:0, aber das hat man nicht gesehen. Typisch FC24 mal wieder. Aber Kempe brachte dann in der 66. Minute den Ausgleichstreffer. Schwäbe, um ehrlich zu sein, sah da nicht wirklich gut aus. Dann fast der Doppelschlag von Darmstadt, denn Schwäbe war diesmal gefragt. Diesmal machte er es aber besser. 75. Minute, Luca Walsch, mit der er schon das 1:0 erzielt hat, auf dem Weg zum 2:0. Und es macht es auch, pardon, natürlich zum 2:1, meinte ich. Und das war es dann auch in der Partie, das heißt im Abstiegsduell, gewinnt der erste FC Köln. Wenn man hier auf die Statistiken guckt, sie hatten 2 Schüsse und haben 2 Tore erzielt und hatten 1,2 erwartete Tore. Und bei Darmstadt sah das so aus, 5 Schüsse, 1,6 erwartete Tore. Das heißt auf jeden Fall ein verdammt glücklicher Sieg für Köln, aber die waren einfach daheim wesentlich effizienter. Und ich blende euch jetzt mal die ganze Tabelle ein, denn erstmal zur rechten Tabellenseite. Köln kann sich also ein bisschen befreien und fest diesen Relegationsplatz auf jeden Fall für den Spieltag und für Darmstadt sieht es jetzt einfach verdammt schlecht aus. Es kommt natürlich auch noch darauf an, was Mainz macht. Aber gut, so viel dazu, jetzt auch schon zur linken Tabellenhälfte, denn da spielt Hoffenheim. Die können sich absetzen von Augsburg und Frankfurt, wenn die gewinnen gegen Gladbach. Und sind wir ehrlich, für Gladbach geht es nicht mehr wirklich um irgendwas. Nach oben wird nichts mehr gehen, nach unten geht aber sehr, sehr wahrscheinlich auch nichts mehr. Das heißt, sie müssen sich nach unten in keine Sorgen machen, meine ich natürlich. Aber für Hoffenheim geht es noch um einiges. Und ob ihnen gelingt, den Dreier einzufahren, erfahren wir jetzt gleich in den Highlights.
Hoffenheim wollte natürlich unbedingt Platz 6 festigen und so begannen sie auch Verhorst gleich mal mit dem 1:0, relativ früh in der Partie. Dann 30. Minute, Grammaric, schöner Trick, Verhorst holte sich seine zweite Torbeteiligung, denn Bayer vollendete stark. Dann klare Hand, Elfmeter und Gladbach kam wirklich nochmal ran, Honorar verwandelte den. Zweite Halbzeit, Gladbach hat echt gut gespielt, hatte ein paar Versuche, aber dann Grammaric mit einem schönen Schlenker, den man jetzt mal wieder nicht sieht. Zum 3:1. Auf jeden Fall war das dann der Endstand, wenn man auf die Statistik guckt. Ja gut, ist es vielleicht ein Ticken zu hoch, aber auf jeden Fall ist der Sieg in Ordnung. Und wenn wir jetzt gleich mal auf die Tabelle blicken, wie gesagt, Hoffenheim festigt sich also Platz 6 dahinter, Augsburg dahinter, Frankfurt und Freiburg kann sie natürlich noch sich punktgleich werden mit Frankfurt, so wollte ich es ausdrücken. Wenn ihr das Spiel übrigens am Sonntag nicht verpassen wollt, jetzt unten unbedingt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Das nur kurz nebenbei am Rand. Und jetzt auch schon rein ins letzte Game, denn Heidenheim, ihr seht es am rechten Tabellenteil, empfängt RB Leipzig. Heidenheim auf Platz 13 mit 33 Punkten, trotzdem eigentlich fast safe vom Relegationsplatz, aber gut, die würden trotzdem gern Bonuspunkte mitnehmen, denn Bonuspunkte sind's, weil Leipzig auf Platz 2 steht, sie können sich, zumindest kurzzeitig, bis der FC Bayern München dran ist, Platz 1 sichern, sie sind punktgleich mit ihnen, haben allerdings ein deutlich schlechteres Torverhältnis, und ja, ich weiß, in der echten Bundesliga ist es ja wesentlich klarer, beziehungsweise schon entschieden, bei uns ist es hier noch richtig spannend, und ob Leipzig Platz 1 vorerst übernehmen kann, erfahren wir jetzt gleich im letzten Spiel von heute in den Highlights. Und in der Partie gab es nicht wirklich viele Highlights, ein kleines in der ersten Halbzeit und dann das nächste jetzt in der zweiten Halbzeit, knapper Schuss hier von Šeško und dann auch schon rein in die letzte Viertelstunde, Raum oder Olmo. Olmo nahm sich den Freistoß und da hat nicht ganz so viel gefehlt. Aber das war dann auf jeden Fall auch schon mit dem Spiel, man kann sie erkennen, das 0:0 geht völlig in Ordnung, auch wenn Heidenheim 0 Schüsse hat und Leipzig 5, Heidenheim 0,0 erwartete Tore und RB Leipzig aber auch bloß 0,2. Das heißt, es war eher ein Spiel der uninteressanteren 0:0s. Gut, jetzt gucken wir auf jeden Fall nochmal auf die Tabelle, wie sie also aussieht nach den ersten 5 Spielen vom 30. Spieltag. Leipzig schafft es also Platz 1 zu übernehmen, aber sollten Bayern und Bayer heute bzw. morgen dann noch gewinnen, würden sie Leipzig etwas davon laufen bzw. Leverkusen kann Leipzig eben überholen und Heidenheim springt vor, und zwar am einen Platz überholt Gladbach und wie gesagt, ich denke dir mit dem Abstieg sicher nichts mehr zu tun. Und drückt euch jetzt einfach mal Pause, wenn euch die Tabelle genauer interessiert. Ich gehe jetzt nicht auf alles genau ein. Auf jeden Fall seht ihr vorn und hinten und auch in der Mitte um die europäischen Plätze und so weiter. Das ist noch verdammt spannend und wenn ihr da das Restprogramm in der Mitteilungsbundesliga nicht verpassen wollt, hier unbedingt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Ich würde mich mega freuen über euren Support. Hier verlinke ich euch einmal Folge 1, da unten die Champions League Prediction Playlist. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr da noch keine Folgen gesehen habt. Jetzt macht es gut, haut rein und hoffentlich sehen wir uns dann heute Abend beim Topspiel, wo es heißt Bayern gegen Union Berlin.